TeamKyudo.de macht wieder auf und damit willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir haben heute den 2. April 2021 am Abend und der Server TeamKyudo.de ist wieder offen, Freunde. Lange haben wir gewartet auf diese nice News, würde ich sagen. Und ja, die OGs wissen, vor 3 bis 4 Jahren hat der Server TeamKyudo.de leider die Serverlisten verlassen müssen. Die Gründe sind mir gerade nicht so bekannt, aber, Freunde, auf jeden Fall ist der Server jetzt wieder da und er war damals wirklich ein großer Bestandteil der BW-Community, des BW-Contents auf YouTube, auf Twitch, wo auch immer, Freunde. TeamKyudo war einfach ein sicker Server. Gerade zum Einspielen war Kyudo eigentlich das Nonplusultra, würde ich einfach mal jetzt stark behaupten, von allen Bed Wars Trainingsservern. Und dann macht dieser Server jetzt einfach nach so langer Zeit wieder auf und ich freue mich einfach so hart. Und Cheetah Jonas kenne ich irgendwoher, muss ich gerade sagen. Also grüße ihn raus, wenn er das hier sieht. Ja, übrigens, danke für die 200 Follower auf Twitch, Freunde. Folgt mir da gerne. Feuerstein Live heiße ich da. Einfach auf den ersten Link der Videobeschreibung gehen und dann, wenn ihr mir followt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ist auf jeden Fall korrekt. Wir haben jetzt schon 2 Emotes, Freunde. Und momentan sind wir 21 Subs. Grüße gehen raus an jeden einzelnen von denen. Und, warte mal, ist das nicht sein Bett? Wait. So. Ah, ey, reduced. Oh! Und das Verrückteste von allem, Freunde. Das Plugin ist dasselbe. Die Modi sind dieselben. Und die Community ist letztendlich auch fast dieselbe. Klar, jetzt ist der Standard, die Messlatte von Bed Wars-Spielern, von dem Skill, höher als damals. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Die Leute sind besser geworden und es gibt mehr Strategien, um halt Bed Wars zu spielen. Die Leute haben durchschnittlich wahrscheinlich das Doppelte an CPS wie vor 3 bis 4 Jahren. Und es hat sich einiges geändert. Aber, Freunde, ganz ehrlich, das gehört auch zur Entwicklung von MC bzw. der Bed Wars-Szene dazu. Und ich bin einfach unfassbar dankbar und glücklich, dass Kyudo wieder offen ist. Denn Kyudo war einfach auch ein nicer Server, um sich für BW einzuspielen, um generell ein bisschen privat zu zocken, Spaß zu haben. Gerade Bridge war übel nice zum Bridge-Trainieren. Viel, viel besser, meiner Meinung nach, jetzt no front an die anderen Trainingsserver, als alle anderen Trainingsserver, die auch Bridge anbieten. Da können wir hier schauen, vielleicht kriegen wir den noch. Aha. Jawohl. By the way, Freunde, ich sitze gerade an einem Streamingplan, deswegen folgt mir auf Twitter @feuersteinyoutube, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie und wann und wie oft ich jetzt streamen werde. In den nächsten Tagen wird sich das entscheiden und dann werde ich das auch als Tweet anpinnen bei mir. Und dann wisst ihr immer genau, wann ich live gehe und könnt auf jeden Fall ein Teil der Community, ein Teil unseres aktiven Chats sein. Es ist wirklich, wirklich, wirklich crazy, was wir in der letzten Zeit alles erreicht haben. 200 Follower muss man sich mal geben. Ist einfach krass. Danke für den Support, auch nach so langer Zeit, dass dann noch 200 Follower auf Twitch rüberkommen. Wirklich richtig korrekt von euch, Freunde. Und, oh, den haben wir unten. Sehr, sehr nice. Und Bett. Jawohl, nice. Und jetzt haben wir nur noch einen Gegner. LP mit Hendrik 1. Den holen wir noch. Was ich übrigens noch ansprechen wollte, Freunde, ist, dass es wirklich, glaube ich, eine Art Wiederbelebung der BW-Szene sein könnte. Ja, nehmt mich jetzt nicht beim Wort. Ich denke mal, dass es realistisch ist zu sagen, dass die BW-Szene sich durch das Reopening von Kyudo ein kleines Stückchen, ja, belebt hat. Und dass es auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist für Bed Wars. Und dass es auf jeden Fall nicht schlecht sich auswirken wird auf die gesamte Szene, ja. Die Szene hat in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen ein Down erlebt, würde ich sagen. Und dadurch kommt einfach alles wieder ein bisschen mehr ins Rollen. Und ich würde sagen, dann haben wir das auch. Ach, komm. Wo ist denn der Gegner hin? Hat er sich jetzt da hinten verschanzt oder wo ist er? By the way, Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, was euer Favorite ist. Was wollt ihr eher sehen? Wollt ihr eher Skywars-Content oder eher Bed Wars-Content sehen? Ich enjoy beides, to be honest. Würde mich freuen, dann kann ich ein bisschen mehr auf euch eingehen, Freunde. Wo rennt der denn hin? Nach Jerusalem oder was? Da ist der Gegner. Ah, ich habe ihn endlich gefunden. Eieieiei, Freunde. Und... Wait, was? Wo ist er hin? Hä? Hä, wer hat mir gerade verarscht, Freunde? Er hat sich doch gerade weggepillt. Was? Unser Bett ist weg? Okay, nein. Nein, das kann nicht sein. Okay, nein. Okay, ey, wenn wir das jetzt verlieren, dann ist wirklich aus dem Haus. Dann ist wirklich Ende Gelände. Aha, er hat ein Web gesetzt. Und das Web ist jetzt weg. Und dann ist er... Nein. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Und damit würde ich sagen, Freunde, beenden wir das Video hier in der alten, guten alten Knockback-Lobby, wie auch damals. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und damit würde ich sagen, haut rein, Freunde. Folgt mir auf Twitch @feuersteinlive und folgt mir auf Twitter @feuersteinyoutube. Haut rein, lasst ein Like da und ciao, ciao.